Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute ein Ausrüstungsvideo. Ich habe neue Survival-Ausrüstung. Und ja, ich stelle die in diesem Video mal vor. Und ja, genießt das Video. Let's go. Der erste Ausrüstungsgegenstand ist ein neues Messer von Upinel. Ein Outdoor-Survival-Messer. Hat extra dabei gestanden. Mit einem sehr schönen Holzgriff. Gefällt mir sehr gut. Hier oben ein bisschen Edelstahl oder Metall. Die Klinge ist in Deutschland erlaubt. Sie ist nicht über 12 cm. Ja. Sie hat keine Verankerung oder ich sage jetzt mal ja. Die Klinge, also sie rastet nicht ein. Also mit Holzspalten müsste man aufpassen, sonst klappt nämlich die Klinge ein währenddessen. Das ist ja nicht so toll. Dann könnte man sich vielleicht verletzen. Die Spitze ist sehr scharf, deswegen muss man auch aufpassen. Ja. Kommen wir direkt zum Ausrüstungsgegenstand Nummer 2. Der Gegenstand ist eine neue Kopflampe. Habe ich mir auch in dem Geschäft hier gekauft, wo das Messer auch dabei war. Zu der Kopflampe kommen wir gleich, aber kommen wir erstmal dazu, was alles dabei war. Da war so ein Netzbeutel dabei. Ich mache ihn mal auf. Da war ist unter anderem ein Ladekabel für die Kopflampe drin und ein Ersatzakku. Wenn man kein Ladekabel dabei hat, kann man das dann einsetzen. Ja, also ist schon praktisch. Aber normalerweise hat man das Ladekabel immer dabei. Kopflampe hat innen drin das Band ist so orange und außen so grün Tarnfarben. Sie hat mehrere Stufen. Das ist die erste Stufe. Also die erste Stufe ist Rotlicht. Dann ist Low. Zack, zack. Ihr seht, sie ist sehr hell. Kann ich jetzt mal noch hier zeigen an meiner Hand. Also rot, low, zack, zack, zack. Also die ist sehr hell, mit der kann man auch ordentlich durch den Wald laufen, wenn es dunkel ist. Band kann man natürlich der Größe anpassen. Ist es an meiner Größe eingestellt. Und hier hinten kann man das Ganze runterklappen, um dann das Akku zu wechseln. Ne, also da ist ein normales Akku, da sind noch Batterien drin. Das Akku wird dann mit dem Ladekabel geladen. So sieht das Ganze von innen aus. Das Ganze wird dann mit den zwei Nasen hier unten eingesetzt. Dann knackt es so. Und dann ist es wieder drin. Hochklappen und dann hat man das Akku quasi gewechselt. Nächsten Gegenstand muss ich ein bisschen mal da rauszoomen. Und ich zeige mal das Geräusch. Ich glaub, anhand vom Geräusch kann ich es nicht erkennen, aber das ist mein neuer Klappspaten. Den hat mir mein Vater mitgebracht. Der ist zwar schwerer, aber sehr viel kleiner als mein alter. Und deswegen passt er auch viel besser in den Rucksack. Wenn ich hier aufdrehe, machen wir den, ich sage jetzt mal, Stiel auf. Zack. Und dann so das Schaufelbrett. So, dann hängt das erstmal so runter. Dann muss man das halt so anschieben, wie man es möchte. Zudrehen. Dann ist das auch fest. Damit kann man, glaube ich, sehr gut graben. Und ja. Machen wir das gleiche wie aufmachen. Die Schraube wieder lösen, einklappen, ich hab zuerst den Griff, und dann, ah ne, zuerst das Schaufelblatt und zuerst das und dann umdrehen und dann den Griff zusammenklappen, der ist ja wieder klein, Schraube zudrehen und schon ist er wieder fest und man kann ihn in den Rucksack machen. Das waren eigentlich schon mal 3 neue Gegenstände oder Ausrüstung.
Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Bis dann. Ciao, ciao.